dran, das Turnier zu gewinnen. Aber ich habe das natürlich nicht selber geglaubt. Aber ich freue mich richtig, dass ich das geschafft habe. Im Finale, als ich 1-2 hinten lag, war ich richtig nervös. Ich persönlich habe gehofft, dass das Koharu das Turnier gewinnen kann, aber natürlich muss man zuerst spielen und nach so langer Pause wusste man nicht, wo man steht. Sie hat aber schon in Belgrad bei dem internationalen Turnier sehr gut abgeschnitten und der dritte Platz von Matej ist wirklich ein schönes Geschenk für uns alle. Ich glaube, sie ist extrem ruhig und sie, auch wenn sie zurückliegt, spielt ihr Spiel immer weiter und das ist, glaube ich, eine sehr gute Eigenschaft auch für die Zukunft. Ihr Spiel ist schon sehr, sehr weit, also wirklich technisch ist sie sehr, sehr gut drauf und das ist wirklich unglaublich, wie sie damit mit ihren 11 Jahren das so ausspielen kann. Koharu Itagaki, Ball des Assistenten ist vorbei. Also wir haben auch einige Spieler, die zum Top 24 sich qualifiziert haben. Da freuen wir uns, dass wir wahrscheinlich wieder mit zahlreichen Teilnehmern da teilnehmen können. Und auch ein Dankeschön an Straubing, die da wirklich eine schöne Veranstaltung auf die Beine gestellt haben. Ja, ich bin jetzt erleichtert. Erstens, dass wir es überhaupt durchführen konnten. Die Inzidenzen gehen ja momentan stark nach oben. Dass es auch ohne größere Zwischenfälle abgegangen ist. Und ja, natürlich ist man dann auch stolz auf das, was man an Rahmenbedingungen geschaffen hat. Ich denke, die Spieler haben sich alle wohl gefühlt hier. Und es war wirklich Sport auf tollem Niveau. Und der Nachwuchs hat sehr eindrucksvoll bewiesen, dass Tischtennis in Deutschland sich keine Sorgen machen muss um die Zukunft.